den Berliner Krankenhäusern geht es nicht so gut. Und man spricht, das hat Marc Schreiner gemacht, er ist der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, spricht von drohenden Konkursen im Krankenhaussektor. Ist das so? Sie sind ja Mitglied im Gesundheitsausschuss und haben alles im Blick. Also es gibt die dringende Notwendigkeit in Deutschland, die Struktur, wie wir stationäre Versorgung organisieren, zu hinterfragen und nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu reformieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben ein heftiges Problem bei der Investitionsfinanzierung. Dafür sind in Deutschland die Länder zuständig. Auch das Land Berlin erfüllt seit 20 Jahren seine Verpflichtungen insofern nicht. Und wir haben ein Problem auf der Betriebskostenseite, also der laufenden Finanzierung der Kosten, wofür die Krankenkassen in Deutschland zuständig sind, mit dem Anpassen der Vergütungshöhe, wenn Inflationsausschläge und andere unterjährige Faktoren so ausbrechen, dass man das im Vergütungssystem so schnell nicht erfasst bekommt. Das ist unser Problem. Das kumulierte in den letzten Jahren und führt jetzt natürlich zu einer Situation, dass einzelne Träger durchaus so prekär aufgestellt sind, dass wenn nicht bald Dinge sich ändern, diese Träger wohl auch über ein Ausscheiden der Häuser vom Markt nachdenken müssen. Das ist richtig. Das heißt, was Sie so diplomatisch gerade formulieren, Ausscheiden aus dem Markt, heißt, dass Sie Konkurs gehen. Naja, Konkurs ist ja erstmal eine Form einer Insolvenz, die nicht die schönste ist. Sie müssen sich verändern. Sie müssen ihre Strukturen auf entweder ambulante Versorgung ausrichten oder sie müssen eben auch ein solches Haus abstrukturieren. Es gibt ja auch einen geregelten Prozess, wie man bestimmte Dinge aus dem Markt nimmt. Und darüber versuchen wir uns in der Koalition sehr dezidiert im Moment auseinanderzusetzen. Aber wir haben noch keine Lösung gefunden. Ja, dann wird auch noch diskutiert darüber, dass man auch keine Krankenschwestern hat, nicht genug Ärzte hat, überhaupt nicht genug Personal hat. Ja, mir kommt das langsam so vor, als wenn diese Republik wie ein Bananenstaat regiert wird. Überall fehlt es, überall fehlen Facharbeiter und es ändert sich gar nichts bei diesen Klagen. Ja, also die Bundesrepublik Deutschland hat ja nicht nur das Problem der Krankenhausstrukturreform. Grundsätzlich wird man mal nachgängig sagen müssen, und ich war ja 4 Jahre selbst auch Teil einer solchen Regierungskoalition, das Erbe von Angela Merkel in der Bundesrepublik ist ja diese Unfähigkeit der Politik, Prioritäten zu setzen. Und diese Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen, hat dazu geführt, dass wir Politik gemacht haben in Deutschland nach dem Motto, man kann ja das eine tun oder das andere zu lassen. So hat man 2 Dinge oder immer mehrere gemacht, die aber jeweils nur halb. Und jetzt wundert man sich, dass diese Summe der Halbheiten eine Dysfunktionalität des Staates mit sich gebracht hat, vor der wir jetzt staunend stehen. Das ist nichts zum Staunen. Das ist sehr bedauerlich. Und das ist ja auch der Grund, warum wir als FDP-Bundestagsfraktion für uns gesagt haben, die einzige Möglichkeit, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen, ist im Wesentlichen, dass man die Staatsfinanzen so im Griff behält, eben auch die Schuldenbremse einhält, um damit Politik und Verantwortliche wieder zu zwingen, Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Weil wir tun auch heute ja noch so, als wenn die Möglichkeiten dieses Staates schier unerschöpflich sind. Das sind sie nicht. Wir haben nur begrenzte Mittel. Und deswegen muss man sagen, worauf legt man Wert und worauf legt man eben keinen Wert. Darin liegt auch die Botschaft, die ist unbequem, einzelnen Interessengruppen zu sagen, du wirst nicht mehr dabei sein, wenn du mit staatlichem Geld bedacht werden möchtest.